Jetzt Tultal. Ja, wie man sieht, ist mein Seilzugstarter kaputt gegangen von meinem schönen 5T. Und ja, lange hat er nicht gehalten, scheint wohl eine preiswerte Ausführung zu sein. Und mich hat gewundert, dass dieses Teil, ich hol mal, was dafür da ist, ja, den Motor mitzunehmen, also zu drehen. Wo bin ich im Bild hier? Ja, so schnell kaputt geht und auch so ein komisches Material ist. Also das sieht aus wie irgendwie was Verpresstes und hat Kunststoff, Gemisch, keine Ahnung. Und zwar, ich habe den jetzt schon repariert, ist mir hier vorne ein Stück weggebrochen. Dass das also jetzt nicht mehr so schön akkurat ist, sondern die Kante rund war. Und schon funktionierte nichts mehr. Ja, gegoogelt, was kostet so ein Ding? 10 Euro. Dann noch plus Porto. Die stecken es ja nicht im Briefumschlag rein. Da muss man dann gleich nochmal, wenn man Pech hat, 6 Euro Porto dabei bezahlen. Da habe ich gesagt, da mache ich nicht mit. Der wird repariert. Und ich versuche euch das mal zu zeigen, was ich gemacht habe. Ich bin da mit einer Feile dahergegangen und habe diese Kante wieder scharf gefeilt. Und das in den Winkel, den man ja auf der anderen Seite, wenn man das noch heiler hat, hat man genau den Winkel, wo man da mit der Feile rein muss. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Ich mache es mal extra langsam. So, das hat aber zur Folge, wenn man da jetzt was weggefeilt hat, ja, dann wird die ganze Sache ein bisschen kürzer hier, ist klar. Und dieses Plättchen. Sag ich mal, diese, die beim Ziehen hier reingreift nach unten, um das nach vorne zu heben. Also das fährt ja ein bisschen nach oben raus, um dann also in den Motor reingreifen zu können. Und da muss dieses Unterlegsplättchen, sage ich mal, dazu, oder Unterlegscheibe, muss also in dieser Nut reinflutschen können nach hier unten hin. So. Wenn man jetzt aber hier was weggefeilt hat, an dieser Stelle bleibt natürlich hier Material stehen. Also ich mache das jetzt mal mit dem Schraubenzieher hier. Also dann bleibt ja hier was stehen an der Kante. Das heißt, das muss nach unten weggenommen werden, das Material. Also ist ja ein bisschen schwierig, ich mache das hier wieder freie Hand. Und dann vielleicht sieht man das, ich versuche es nochmal zu zeigen, dass hier dieses Metallplättchen nach unten abhauen muss. Ja, ich glaube, jetzt hat man es, glaube ich, gesehen, was ich meine. Also das ist, sonst bleibt das hier oben hängen und dann habt ihr zwar hier abgefeilt, aber das Material hier unten verhindert, dass das die Unterlegscheibe nach hier unten gehen kann, um ja, das ganze Teil zum Motor hin rüberrutschen kann. Also das muss weg, das Material. Und zwar habe ich mir da ein Cuttermesser für genommen gehabt. Und weil das ja so ja, leicht ist, ja, leicht zu bearbeiten ist, das Material, habe ich dann erstmal hier einen Ritz gemacht, an dieser Kante nach oben, dann ein von hier entlang. Und dann habe ich einfach ein bisschen gegraben mit dem Cuttermesser, immer ein bisschen runter, immer wieder was weggenommen. Vorsichtig, dass man es hier unten nicht, wenn man abrutscht, draufhaut und den Ring ganz kaputt macht. Also immer wieder was abgenommen und man kann das vielleicht auch mit einem Dremel machen. Ja, und wenn man dann das auf beiden Seiten gemacht hat, dann ist das Ding wieder heile. Jetzt schraube ich das mal zusammen. Ja, das können wir auch live machen. So, da rein. Feder. Das Blech. Oder die Unterlegscheibe, dann die dicke Unterlegscheibe drauf. So. Schön mein Fummeln wieder. Jetzt halte ich mir das fest, ich drücke das jetzt runter mit der Feder. Also das kennt er ja schon alles. Jetzt wollte ich das nicht schon wieder schneiden. Jetzt seht ihr wahrscheinlich nämlich gar nichts mehr. So, Ruck. Na,
nach fest kommt ab. Oh, die geht aber gut da rein. So, fester. So, und wenn ich jetzt dran ziehe, seht, da kommt das raus. Sieht man bestimmt gar nichts drauf. Ah, da sieht man es. Jetzt da rausgesprungen und das kleine Blech ist nach unten rein gerutscht. Und jetzt kann es wieder greifen. Glaubt ihr, ich habe schon ausprobiert, funktioniert wunderbar. Das kann man vielleicht zwei, dreimal machen. Dann ist das Material zu wenig, was hier ist, dann greift das nicht mehr. Aber jetzt habe ich mal eben schlappe 10 Euro gerettet. Das war mein Tipp. Ja, wenn ihr Fragen habt, in den Kommentaren, wenn es euch gefallen hat, alles klar, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.